Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der FC Augsburg Karriere. Nach langem, das letzte Video war am 9. Dezember, fast 2 Wochen her. Ich habe mich rein auf Real Madrid konzentriert und auf die Criteo Club Karriere, was ich gestern gestartet habe mit Juventus Turin. Und die FCA Karriere habe ich pausiert, jetzt aber wieder endlich mal eine Folge. Heute mit dem kompletten Spiel gegen die Bayern, Feyenoord und Gladbach. Und dann geht es weiter im Dezember. Auf jeden Fall, wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Und dann starten wir in das gespielte Spiel gegen Bayern München. Gegen Bayern werde ich mit Gikiewicz starten. Links lasse ich mal Richards wieder mit der Möglichkeit, Jove Leo und Diomande. Rechts Mbom. Zentrale lasse ich Rustisch mal ran. Götze und González, so wie Baumgartner. Links Vargas und vorne wieder mit Gregoritsch anstatt von Niederlechner. Obwohl einer hat geschrieben, ich soll Winter eine Möglichkeit geben, wird Winter anstelle von Diomande spielen. Damit herzlich willkommen hier zum Spiel FC Augsburg gegen den FC Bayern München. Endlich mal wieder kommt der FC Augsburg nach dem vier Parts ein anderer Karrieremodus gekommen ist. Wird jetzt endlich mal wieder eine FCA-Karriere laufen und wir spielen heute gegen den FC Bayern München. Direkter Verfolger, was die Tabelle betrifft, natürlich. Wäre es ein Traum, wenn der FC Augsburg auf Platz 3 stehen würde. Aber leider tun sie das in der aktuellen Verfassung nicht. Hier wird es auf jeden Fall im Tor. Richards, Ovidio Winter. Und im Boom, Baumgartner, Vargas und Gregoritsch vorne anstelle von Niederlechner, der heute nur von der Bank startet. Am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Zweite Saison. Und die Bayern starten mit Neuer, Mate, Paredes, Davis, Sabitzer für Saico, Musiala, Sané und Coman. Und vorne Lewandowski, auf den wir heute aufpassen müssen. Burkhardt, Goretzka, Zapata, Sato, Lissou, Ulreich und Antonio Rüdiger sind auf der Bank. Können wir Tabellenführer werden? Das wäre natürlich ein Traum. Sehr wichtiges Spiel. Auf geht's, let's go, rein geht's. Wir in Weiß, von links nach rechts die Bayern in Schwarz. Götze, Winter das erste Mal am Ball. Im Boom. Rustisch und wieder Embo. Die Bayern schauen erstmal zu. Wir machen das Spiel ganz ruhig, bauen das Spiel ganz ruhig auf und wollen am diesem Spieltag das erste Mal wieder die Bayern schlagen, nachdem es das letzte Mal im Pokal der Fall war. Im Supercup haben wir ja verloren. Hier zu Hause. Foulspiel, Schiedsrichter sagt weiterspielen. Richards. Und jetzt die Bayern das erste Mal am Ball mit Upamecano. Lewandowski. Coman zündet den Turbo an. Sané in die Wolken.
Und es war eh abseits, gelbe Karte. Wahrscheinlich deswegen der Pfiff. Die erste gelbe Karte geht an einen Münchner. Winter. Götze. Auch ehemaliger Bayern-Akteur. Richards. Und einer hat geschrieben, ich soll, oder mehrere haben geschrieben, ich soll Moukoko verpflichten. Ich schau mal in der im Laufe dieser Folge, ob ich den auch verpflichten kann. Richter soll auch zurückgeholt werden, wenn das Geld natürlich reicht. Wahrscheinlich erst dann in der Sommerpause. Also der FCA-Karrieremodus scheint richtig gut anzukommen bei euch. Das freut mich natürlich sichtlich, dass der FCA bei euch so begehrt ist. Kleiner Club, der Europa erobern möchte und der auch erst die Bundesliga erobern möchte. Das war ein gutes Aufrufezeichen letzte Saison, als wir die Champions League erreicht haben und den DFB-Pokal gewonnen haben, war es schon mal ein Aufrufezeichen in Richtung Konkurrenz und auch in Richtung Bayern. Dann der Sieg gegen Manchester United hat uns natürlich den Schwung gegeben. Und der Fehlpass jetzt. Und González mit dem ersten richtig guten Angriff. Aber Neuer verhindert einen Einschlag. Neuer ist jetzt wieder am Ball. Halbe Stunde gespielt hier in Augsburg, hier in der WWK Arena. Stadion. Rausverkauft, volle Hütte. Wenn die Fans natürlich da sind, wird. Oh, und ich dachte schon, ein Boom hat sich verletzt, aber steht wieder. Sah auf jeden Fall nicht gut aus. Und bis jetzt halten wir noch die Bayern vom Tor fern. Nur Sané mit der einen Aktion. Aber die Verteidigung steht. Hier in diesem wichtigen Auftritt noch mal eine gute Möglichkeit für Upamecano. Was macht denn der da vorne? Friedrich Winter, Götze, Jensen ist natürlich wieder von der Partie. Vierzigste Minute, 0:0 der aktuelle Stand. Die Bayern haben Probleme. Das sieht man auch hier bei Lewandowski. Lewandowski wird hier in der ersten Halbzeit komplett aus dem Spiel genommen. Das ist sehr gut, wie die Lechtaler es hier lösen. Richards. Oh, Eigentor! Der FCA führt. Eigentorschütze war Paredes, Leandro Paredes. Eins zu null für den FCA. Und somit geht es auch mit diesem Stand in die Halbzeitkabine. Wie wird jetzt der zweite Durchgang? Wir werden es sehen. Ohne Veränderung gehen wir es an hier im zweiten Durchgang.
Sorry für den kurzen Cut hier an dieser Stelle. Wie wird jetzt der zweite Durchgang? Bayern liegt hinten durch ein Eigentor von Leandro Paredes. Und Richards ist sehr auffällig mit der Flanke zum 1:0. Ehemaliger Münchner. Und Rustisch mit dem 2:0. Die Augsburger auf dem Weg, das erste Mal wieder Tabellenführer zu werden. Wir schauen uns das so in der Wiederholung an. Sehr gutes Passspiel von González auf Rustisch. Aber natürlich Richards, der entscheidende Faktor bei diesem Treffer. Er hat sich den Ball genommen, hat das Spiel dann bis in das Drittel der Bayern-Hälfte verschoben und in die Mitte gepasst. Und mit drei Stationen zum 2:0. Sehr gut. Das erste Tor auch von Rustisch in dieser laufenden Saison. Aber die Bayern kommen jetzt mit Musiala. Und ich werde jetzt das erste Mal auch wechseln. Jensen kommt für Rustisch neu in die Partie. In der 54. Minute. Und guckt euch das an, wie Bayern kämpft um den Ball, aber wie es schnörkellos hin und her schieben. Das hat jetzt nichts mit Zeit zu tun. Das hat mit Spielaufbau, mit Konzentration und natürlich mit Effizienz zu tun. Wir sind deutlich besser im Spiel, haben deutlich mehr den Ball und verschieben auch das Spiel sehr gut. Jetzt Paredes wieder mit einem gefährlichen Ball hier. Passané. Matip. Und da kommt doch noch das Tor. 2:1 durch Kingsley Coman. Macht nichts, wir waren hier deutlich besser im Spiel. Müssen das Gegentor leider hinnehmen. Aber das Leben geht trotzdem weiter. Lewandowski mit dem Ball auf Coman. Und dann ist es natürlich schwierig für Giekiewicz, da irgendwie noch dieses Tor zu verhindern. Joveleo auch zu spät am Mann. Und deswegen leichtes Spiel für Kingsley Coman. Winter macht aber trotzdem ein gutes Spiel. Patrick Winter kann bei dem Gegentor nichts dafür. Und auch Götze sehr auffällig hier. Guter Seitenwechsel auf Jensen. Jensen probiert es neuer. Ist natürlich da. Das nächste Spiel von Bayern ist dann in Rom gegen Lazio. Lazio ist nicht lizenziert. Deswegen Lazio. Ich schon mal für die anstehende Partie gegen die Jungs aus Feyenoord. Werde Niederlechner jetzt noch bringen. Handspiel von Coman. Und jetzt der Wechsel. Gregoritsch verlässt das Feld und Niederlechner kommt jetzt noch neu in die Partie.
Und was für ein Schuss von Vargas oder Gonzales. Guter Schuss, Ecke. Schön mit Volley genommen. Leider wird das nicht mehr eingespielt. Jorge Leo. Neuer ist unkonzentriert. Musiala. Natürlich auch ein Kandidat, den ich gerne verpflichten würde beim FCA und den ich auch gerne beim FCA sehen möchte. Aber das dauert noch zwei Saisons. Jensen mit einem möglichen Handspiel. Gott sei Dank aus Sicht von uns, dass es nicht geahndet wird jetzt im Boom. Und Neuer ist jetzt diesmal dran. Fast wieder ein Eigentor von Upamecano. Also momentan macht mir FIFA 22 richtig Spaß. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mit dem FCA in der Champions League bin, dass ich Juventus erstellen konnte und dass ich das Triple mit Real Madrid erreichen konnte. Jetzt noch Diomande für Winter. Winter mit einer guten Vorstellung in seinem Debüt in dieser Saison. Er wird öfters spielen, ihr werdet ihn öfters sehen, das verspreche ich euch. Aber es geht rein um die Fitness. Jetzt nochmal ein Foul von Sabitzer. Aber keine Ermahnung. Soll ich jetzt mal direkt probieren? Nein. Neuer. Ich probiere es gerne, ich habe das festgestellt. Ich probiere gerne aus einer Distanz den Ball irgendwie ins Tor zu zirkeln. Das habt ihr bestimmt gemerkt. Aber manchmal geht es ja gut. Deswegen probiere ich es auch öfters. Weil es schon mal geklappt hat. Und weil es nochmal ein Raunen durch das Stadion fabriziert. Also die Abwehr stand bombenfest heute. 2-1 gewinnen wir gegen die Münchner. Verdienter Sieg. Damit Tabellenführer jetzt gegen Feyenoord Rotterdam. Eine ähnliche Leistung abrufen. Und dann wird es auf jeden Fall was mit der Meisterschaft. Natürlich lange noch nicht entschieden. Wir sind erst beim 13. Spieltag. Die Saison ist noch lang. Auf jeden Fall sehr wichtig, erstmal heute gegen die Münchner gewonnen zu haben. Und jetzt geht es weiter im Karrieremodus-Menü. Gonzales möchte gerne als linker Flügelspieler auch spielen, wenn ich das möchte. Aus meiner Sicht machst du das gut. Jetzt haben wir 2 Punkte Vorsprung vor den Münchnern. Leipzig und Wolfsburg jeweils mit 28 Punkten. Dann kommt Leverkusen mit 25 und Hertha mit 21. Es gibt 2 neue Nachrichten im Posteingang über Einkunft zu Schmidt-Leihe. Er wechselt für 2 Jahre zu Aytemiz Alanyaspor in die Türkei. Und Berisha bekommt noch ein Angebot von Chapecoense. Den Verein kennt ihr. Leider 2016 sehr viele Spieler gestorben, da es einen Flugzeugabsturz gegeben hat. Kurz nach dem Finale im brasilianischen Pokal. Und deswegen werde ich Dion Berisha an Chapecoense abgeben. So schaut die Aufstellung gegen Feyenoord aus mit Giekewitz im Tor, Richards, Oxford, Winter und Gumni die Abwehr, Kalituri, Dorsch, Misaui, Vargas und Baumgartner und Niederlechner im Sturm. Das ist nice. Damit begrüße ich euch aus der S-Point Arena. Feyenoord Rotterdam gegen den FC Augsburg. Ich werde euch die Highlights präsentieren am Ende dieser Partie. Das
War leider nicht heute hier in Rotterdam. Am Ende verlieren wir verdient mit 3:1. Zwar schmerzt diese Niederlage sehr, aber man muss sie annehmen. Man muss sie annehmen, man muss ein guter Verlierer sein und muss diese Niederlage akzeptieren. Baumgartner hat uns zumindest noch ins Spiel zurückgebracht in der 88. Aber das war einfach in der Offensive viel zu wenig Gegenwehr und am Ende verlieren wir verdient gegen den Gruppenletzten mit 3:1. Das war nichts. Wir schauen uns die Tore an. Götze mit dem 1:0. Leider gut gespielt. Abwehr leider nicht wach gewesen und dann kassiert man halt so ein Tor zu Beginn einer Partie. Das fiel bereits in der 12. Minute. Dann in der 31. Minute das 2:0 durch Lehrensen. Wie die Aktion, ich brauche es nicht erklären, wie beim 1:0. Und leider kassieren wir auch häufig solche Gegentore durch Linsen. Und dann noch in der 59. das 3:0. Dann war Sense, dann habe ich schon gedacht, oh, das wird heute eine Blamage. Die nächsten Minuten waren auch so etwa blamabel. Gott sei Dank hat Rotterdam nicht die Chancen genutzt. Waren auch ein paar hundertprozentige dabei. Und dann in der 88. mal ein Treffer, der leider zu spät kommt. Und dann braucht er ewig beim Jubel, nimmt den Ball nicht weg. Und tja, so ist Fußball nun mal, ist so. Es ist leider nun mal, wir müssen die Niederlage akzeptieren. Jetzt an Gladbach denken und gegen Inter nochmal 100% geben. Wir schauen uns die Tabelle mal in Ruhe an. Gott sei Dank hat Inter gegen ManU gewonnen, 2:1. Somit sind wir zumindest noch im Geschäft. Gegen Inter wird es aber brutal schwer. Und wenn ManU gegen Feyenoord gewinnt, spielen wir nur Europa League und nicht Achtelfinale. Auf jeden Fall wäre es enorm wichtig. Vielleicht legt ja Inter einen Gang zurück. Das letzte Spiel haben wir 3:1 in Mailand verloren. Dann kam ManU und dann Feyenoord leider 3:1 verloren. Jetzt müssen wir auf Inter hoffen, dass sie uns die Chance geben. Wir brauchen ein Unentschieden. Ein Unentschieden reicht uns gegen Inter. Weil es ist dann scheißegal, ob ManU gegen Feyenoord, Entschuldigung, wenn ich das jetzt gesagt habe, aber dann ist es wirklich so, dann bringt praktisch Manchester diesen Sieg nicht, weil wir eben gepunktet haben und wir 8 Punkte haben. Also ein Unentschieden reicht uns am Ende. Gott sei Dank hat Inter gegen ManU gewonnen. Und jetzt geht's weiter im Bundesliga-Geschäft gegen Gladbach. Das habe ich mir gedacht, Moukoko kann ich nicht verpflichten, da er noch nicht zum Zeitpunkt der Erstellung der Karriere nicht vorhanden war. Er kam dann später rein und deswegen ist er hier im Karrieremodus nicht dabei, aber wir haben ihn ja zumindest bei Juve. Laie von Berisha ist leider abgelehnt, genauso die Laie von Schmidt zu Alanyaspor. Damit willkommen am Niederrhein. Willkommen zum Spiel FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Wir auf Platz 3 wollen in Gladbach punkten. Und die Hymne der Gladbacher ertönt. Ich finde die sehr schön, die Hymne. Ich werde es mit einer BF richten heute hier in Gladbach.
die Niederlage von Feyenoord ist verdaut. Nun wieder 100% geben in der Liga. Keine leichte Aufgabe, aber wir müssen 100% geben. Gladbach mit Zippel im Tor, die Abwehr Netz, Christiansen, Dussouré und Fausnier, Giallo, Kramer, Wolf, Suarez und Hermann und Farias vorne im Sturm. Auf der Bank dann noch Jan Sommer, Embolo, Rodriguez und Amati, Müssel, Stendl und Kurt. Unsere Aufstellung mit Giekewitz im Tor. Die Abwehr Pedersen, Makun, Torrente, Leert, Malone, Schwarzholz in der 6. Position, Petkov, Delgado, Sarin, Bassi, offensiv und Fieder ab vorne im Sturm. Zidane, Richards, Oxford, Gomni, Baumgartner, Jensen und Gregoritsch mal wieder auf der Bank. Jensen, Joker in dieser Saison. Für ihn reicht es weiterhin nicht. Ich werde euch jetzt die Highlights präsentieren. Es ging jetzt nochmal gut. Wir gewinnen gegen den Tabellen 14. Gladbach mit 3:2. Wir waren 2-0 vorne, haben dann das 2-1 kassiert. Über der ersten Halbzeit dann das 2-2. Dann hat uns Baumgartner wieder in Führung gebracht. Ich habe ihn eingewechselt. Und er hat uns dann den Sieg beschert. Aber es war doch nochmal knapp am Ende. Lattentreffer. Aber Schritt für Schritt das 1:0 durch Petkov, Lukas Petkov, Jugendspieler, Abfälscher, keine Chance mehr für Zippel dort irgendwie was zu machen, Tor war leer, Petkov bedankt sich 1:0 für den FCA, dann das 2:0 5 Minuten später nach einem Fehler vom Verteidiger, keine Chance dort. Für Zippel, der war zu schmal. Ab hat auf den Fehler spekuliert und am Ende sogar getroffen. 2-0. Dann das 2-1 durch Fasundo Farias per Elfmeter. Da kann Giekiewicz nichts machen. Am Ende 2-1. Dann in der 67. Lars Stindl mit dem 2:2. Wieder mal eine 2-0-Führung hergegeben. Aber dann der Treffer von Baumgartner zum 3-2 nach einem Konter. Ich hoffe, man sieht es. Nee, man sieht es nicht mehr. Aber per Konter dann das 3:2. Hier nochmal schön zu sehen. Zippel muss da rauskommen und dann noch ein Abseits-Tor. Jensen und dann Malone stand im Abseits. Jensen dann vollendet, aber das Tor zählt nicht. Am Ende wird es ein 3:2 Sieg. Natürlich ein Scouting-Update, aber da schaut wirklich keiner so interessant aus. Deswegen werde ich auch hier wieder alle ablehnen. Und wir schauen uns jetzt mal die Tabelle nach dem 13. Spieltag an. Wir sind auf Platz 1, 2 Punkte vor Bayern und vor Leipzig. In der nächsten Folge müssen wir wieder punkten. Die nächste Woche wird auch dann wieder mehr zu sehen sein, da ich Urlaub habe und da ich wieder Zeit habe, werde ich 2 Folgen in diese Woche bringen. Einmal Bielefeld, Inter und Union und Leipzig-Köln in einer separaten Folge. Und dann ist Dezember auch schon rum und dann befinden wir uns bereits im Januar 2023. Jetzt noch einmal Vollgas geben gegen Bielefeld, Inter und Union. Am wichtigsten ist das Spiel gegen Inter, da wir das Achtelfinale erreichen wollen. Union dann klar auch wichtig. Ohne Frage, unsere nächsten Gegner Bielefeld und Union sind machbar. Bielefeld auf 9, Union auf 16 und Inter eben der Führende in unserer Champions League Gruppe. Wird auf jeden Fall interessant und dann kommt Juve wieder am Donnerstag und dann am Samstag wieder Augsburg und oder ich mache Dienstag auch noch FCA, Donnerstag FCA und dann am Samstag Juve, mal sehen. Auf jeden Fall, nächster Schritt auf dem Weg zum Titel, das ist natürlich
lange Zeit noch am 13. Spieltag. Bayern ist unser direkter Verfolger. Und damit, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen, nach langem wieder eine FCA-Karriere. Und natürlich vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Danke für 122 Abonnenten. Und dann sehen wir uns am Dienstag zur neuen Folge FC Augsburg Karriere Saison 2. Macht es gut, haut rein und ciao.